Hallo und herzlich willkommen auf realmoneytrader.de. Wir thematisieren an dieser Stelle am 15.10.2012 die Situation im Aktienmarkt. Die Märkte korrigieren seit einiger Zeit. Wir sehen hier den Nasdaq 100, der hier zwei Korrekturschübe seit etwa seit Mitte September hingelegt hat bis dato. Und die Frage ist jetzt natürlich, ja, geht es weiter abwärts? Sollte man jetzt kaufen? Sollte man nicht kaufen? Sollte man short gehen oder short bleiben, wenn man short ist? Das ist hier die entscheidende Frage. Und ja, wer meine Arbeit so ein bisschen kennt, weiß, dass ich sehr viel mit Intermarkets vorfiltere, weil das die wirklich relevanten Fundamentaldaten sind für den Aktienmarkt. Und da ist eine Methodik natürlich das Timing über die Spreads. Und in dem Fall hier, wenn wir uns anschauen wollen, in welchem Zustand der Markt ist, übergeordnet, im Gesamtkontext, dann schauen wir uns den Spread zwischen dem Nasdaq 100 und dem S&P 500 an. Also ich will sehen, wie verhalten sich die Tech-Werte gegenüber den Schwergewichten, den großen Titeln und kann dann daraus herleiten, ob der Markt tendenziell eher tief zu kaufen ist oder hoch zu verkaufen ist. Und da haben wir eine ganz interessante Situation. Wir sehen nämlich jetzt, dass der Spread-Timer immer bullischer wird. Hier ist das Ganze auch, hier unten im Indikator, ist das Ganze auch beschriftet. Wenn hier diese rote Linie unten angelaufen wird von der blauen Indikatorlinie, das ist unsere Indikatorlinie hier. Wenn diese rote waagerechte Linie angelaufen wird. Wenn die erreicht wird vom Indikator, dann wissen wir, dass die Techs zu stark gelaufen sind, dass sie sich zu weit entfernt haben im Spread zwischen Nasdaq und S&P. Und dann ist die Gefahr und die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur sehr, sehr hoch. Umgekehrt, wenn wir sehen, dass diese grüne Zone, wir haben hier eine recht breite grüne Zone. Wenn diese grüne Zone angelaufen oder wenn der Indikator in diese Zone einläuft, wenn das passiert ist, dann wissen wir, bei Schwäche sollten wir long hineingehen in den Markt. Das wird nicht immer vom Timing her genau am Tief stattfinden, das muss auch klar sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzt im übergeordneten Bild, ist extrem hoch. Wir können da mal in die Vergangenheit zurückschauen. Gerade ein paar Monate zurück, im Juni, der Markt hat hier auch korrigiert seit April. Und ja, da konnte man sich natürlich fragen, war das absehbar? Oder kann man sich fragen, war das absehbar, dass der Markt hier nach oben ziehen wird? Und wenn man sich den Spread-Timer anschaut, ja, es war absehbar. Wir haben hier eine Indikation gehabt am 8.6. Genau genommen, das war hier. Da war der Markt gerade ein bisschen angesprungen vom Tief ausgehend und da haben wir ein Rallye-Signal bekommen an dieser Stelle und wir sehen, wie die Marktentwicklung anschließend war. Die Techs sind sehr, sehr stark nach oben gelaufen. Nutzen kann man diese Signale entweder sehr konservativ, indem man immer den Spread tradet. Heißt also in dem Fall, wenn ich ein Rallye-Signal habe, würde ich Nasdaq Long gegen S&P Short handeln und der Gewinn resultiert dann daraus, dass ich bei einem funktionierenden Signal, und die Signale funktionieren zu ja, 95%, 98%, also die sind einfach sehr präzise und sehr, sehr, sehr treffsicher. Bei einem funktionierenden Signal, beim erfolgreichen Signal, resultiert der Gewinn daraus, dass der Nasdaq sich stärker nach oben bewegt, prozentual, als der S&P, also dass meine Nasdaq Long Position prozentual mehr gewinnt, als meine S&P Short Position prozentual verliert. Das ist die konservative Variante, weil ich bin dabei nicht auf eine Marktrichtung festgelegt. Ich gehe nur davon aus, dass die relative Veränderung so sein wird. Nämlich, dass der Nasdaq besser performen wird als der S&P. Könnte natürlich auch sein, dass die Märkte insgesamt weiter korrigieren, aber der Spread würde sich dann auch wieder schließen, wenn zum Beispiel ich Long im Nasdaq und Short im S&P bin, dann würde dieser Spread Trade auch aufgehen, wenn beide Märkte fallen, der Nasdaq aber schwächer fällt als der S&P. Also wenn der Nasdaq 1% fällt und der S&P 2% fällt, dann ist dieses 1% Differenz im Ausmaß des Fallens
ist dann mein Gewinn. Also dass ein Spread Trade manchmal Zeit braucht, ja, das gibt es. Dass er nicht aufgeht, gibt es bei den Setups, die ich handle, sehr, sehr selten. Kann und wird natürlich auch vorkommen, aber meiner Erfahrung nach bislang war das noch nicht so. Also ich hatte diese Trades natürlich auch mit entsprechender Erfahrung eigentlich immer recht gut abwickeln können. Jedenfalls in der aktuellen Situation, wir sind hier sogar durch die erste grüne Linie durchgebrochen. Dann schauen wir mal in der Vergangenheit, wann gab es solche Situationen noch? Da sehen wir hier, Dezember 2011, kurz vor Weihnachten, da begann eine super stabile und sehr, sehr geradlinige Trendbewegung mit einem eben solchen Signal. Wenn wir uns das mal anschauen, wenn wir hier eine Linie ziehen, das war, glaube ich, praktisch exakt das gleiche Niveau, wo wir jetzt aktuell auch stehen. Im Indikator, da ging es seinerzeit von 2267 auf 2780 in der Spitze. Ein Gegensignal haben wir damals bekommen bei 2600 etwa. Also man konnte hier auf jeden Fall 10-15% locker mitnehmen, allein nur auf Basis dieses Intermarket-Signals. Und wir wollen natürlich nicht uns nur Einzelfälle anschauen, sondern wir wollen schauen, was gab es noch für Signale. Und da sehen wir, hier gab es ein Best-Signal an dieser Stelle, der Markt anschließend unmittelbar gecrashed. Hier die rote Linie angelaufen. An dieser Stelle wussten wir, wir müssen mit einer scharfen Korrektur rechnen. Und der Markt ist dann ausgehend von diesem Niveau, 2200 waren das ursprünglich, ist er runter auf 1970 etwa. Also auch da wieder über 10%, die man mitnehmen konnte. Gehen wir weiter in die Vergangenheit zurück. Hier hatten wir ein ähnliches Rallye-Signal, wie wir es jetzt auch bekommen haben. Rallye-Signal. Also über die grüne Linie angestiegen, der Indikator. Und was hat der Markt gemacht? Ist unmittelbar nach oben gegangen. 2247 auf 2426. Also auch hier wieder so knapp 10% nach oben konnte man direkt mitnehmen. Insgesamt hat sich der Markt dort aber auch nicht wesentlich mehr nach unten bewegt. Gab dann später eine Pendelbewegung. Aber da gab es ja dann anschließend wieder ein Bestsignal. Insofern ist das, was der Markt da ausgependelt hat, gar nicht mehr relevant gewesen für dieses Signal. Also hier hatten wir auch wieder 10% nach oben. Hier gab es ein Rallye-Signal. Das brachte auch 7, 8%, hier ein Rallye-Signal, auch nochmal 10% Zugewinn. Hier hatten wir ein Best-Signal, das brachte keine gravierende Korrektur. Der Markt ging noch ein Stück weiter nach oben, sackte dann knapp unter das Niveau vom Signal, pendelte ein bisschen seitwärts und dann kam irgendwann das nächste Rallye-Signal. Also das war kein wirklich super Signal, aber man hat auf jeden Fall das ganze Ding profitabel, leicht profitabel oder mit einem moderaten Minus abgeschlossen. Also das war insgesamt auch okay. Dann kam lange nichts. Hier hatten wir ein Bestsignal an dieser Stelle. Können wir mal ein bisschen größer zoomen, damit das besser zu sehen ist. Hier hatten wir ein Bestsignal. Der Markt pendelte noch ein bisschen seitwärts aus und korrigierte dann kräftig. Wie viel Prozent waren das? 1874 war das Signallevel. Es ging rauf bis 1900, also ungefähr 1,5 bis 2% Varianz und dann ging es runter auf 1725, 1730, so diese Region. Also auch da deutlich, deutlich korrigiert. Knapp 150 Punkte, 7, 8% entspricht das oder entsprach das seinerzeit. Also auch das war sehr gut handelbar. Hier hatten wir ein bullisches Signal an dieser Stelle, auf diesem Niveau. Der Markt pendelte noch ein bisschen seitwärts und schoss dann nach oben bis zum nächsten Bass-Signal. Also auch dieses Signal aufgegangen. Wir sind jetzt mittlerweile schon im Jahr 2009 bei unserem Review, bei unserem Rückblick. Hier auch ein bullisches Signal auch aufgegangen. Hier hatten wir eine bullische Indikation. Ein bisschen verrutscht. Hier gab es ein bullisches Setup. Der Markt auch kräftig nach oben gegangen anschließend. Das waren von diesem Niveau aus 1387 auf 1600. Das waren über 20%, die man hier mitnehmen konnte mit dieser Bewegung. Und das innerhalb von kürzester Zeit. Also da sieht man, das ist einfach eine sehr stabile Geschichte. Hier hatten wir ein bullisches Signal. Da sieht man mal, dass es nicht immer nur perfekt getimte Signale gibt, sondern dass es auch mal
ein ganzes Stück gegen einen laufen kann und laufen wird. Hier war das Einstiegssignal 1718 und der Markt ist runter bis auf 1084. Aber auch hier der Hinweis, das war im Herbst 2008. Das war diese Crash-Phase. Also da kriegt man natürlich auch mal ein Signal deutlich zu früh. Überhaupt keine Frage. Also das hat, damit der Markt auf dieses Niveau wieder zurückkommt, das hat insgesamt gut ein Jahr gedauert. Das muss man hier ganz klar sagen. Also das war zum Beispiel in dieser Crash-Situation natürlich auch mal ein Signal, was ja doch klar in die Hose ging. Braucht man gar nicht drum herum reden. Aber das ist ein Signal jetzt von ja, einem Dutzend Signalen, die wir hier uns anschauen. Hier hatten wir auch ein bullisches Signal, Markt anschließend nach oben gegangen. Hier hatten wir ein bearisches Signal, scharfe Korrektur, der Crash im Markt, hier von dieser Indikation angezeigt vorab. Hier auch bullisches, auch ein bearisches Signal, der Markt perfekt nach unten gedreht und korrigiert. Also das hat alles perfekt hingehauen. Hier hatten wir ein bullisches Signal, der Markt erst nochmal nach unten gezogen, aber im Gesamtkontext 1825 zwischenzeitlich auf 1715, 1710 abgesunken und bis zum nächsten Rallye-Signal, bis zum nächsten Base-Signal gab es eine Rallye von bis 2050 Punkten. Also das waren auch wieder über 10%, die man hier mitnehmen konnte, wenn man einfach nur auf Basis dieses Spread-Timers gehandelt hat. Und das ist wohlgemerkt nur ein Vorfilter für die grobe Ausrichtung. Also die finalen Einstiege, die nimmt man ja individuell vor, noch mit weiteren Absicherungen, weiteren Setups. Hier hatten wir auch wieder eine Korrekturindikation. Der Markt lief seitwärts, war kein Megasignal, hier auch nicht. Da ging es kurz runter, dann weiter rauf. Das war auch kein gutes Signal. Also wir haben da natürlich auch immer mal so eins, zwei schlechtere Signale drin. Das bleibt gar nicht aus. Jetzt sind wir mittlerweile im Jahr 2006, also jetzt schon sechs Jahre zurück. Da hatten wir hier ein bullisches Signal und hier. Das dauerte, bis der Markt nach oben drehte, aber er drehte nach oben. Hier hatten wir ein bullisches Signal, da zog der Markt direkt nach oben. Jetzt kommen wir schon ins Jahr 2005. Bullisches Signal, direkte Rallye. Bearisches Signal, direkte Korrektur, bullisches Signal, direkte Rallye. Also die überwiegende Zahl der Signale, hier hatten wir ein bullisches Signal, da gab es einen ja, spürbaren Schub von 1520 auf 1553, naja, 2-3%. Wirklich viel war das nicht, aber der Markt hat sich hier lange Zeit zumindest über dem Niveau bewegt, auf dem man eingestiegen ist. Und dann hatte sich der Spread auch schon abgekühlt, sodass man da seine Position zumindest runtergefahren hat. Hier hatten wir ein Rallye-Signal. Hier hatten wir ein Korrektursignal, Entschuldigung. Und das vorherige Rallye-Signal. So, diese grüne Linie hat hier nichts zu sagen, die gehört da eigentlich nicht hin. Also hier gab es ein Korrektursignal an dieser Stelle, der Markt korrigierte kurz, dann zog er weiter an. Hier hatten wir ein bullisches Signal, der Markt sackte kurz ab, zog dann nach oben und an dieser Stelle auch ein bullisches Signal, der Markt zog kräftig nach oben. Im Gesamtkontext, wie gesagt, oder insgesamt bleibt festzuhalten, die Indikationen sind sehr, sehr smart. Wir haben aber, wenn wir es jetzt auf Sicht von 10 Jahren betrachten, das sind jetzt 8, 9 Jahre, die wir hier zurückblicken konnten, was diese Signale angeht, haben wir natürlich auch in diesem Zeitraum zwei, drei Signale gehabt, die nicht gut waren. Eines war sehr, sehr schlecht, das war aber auch beim Crash 2008. Also in solchen Crash-Situationen ist natürlich klar, die Crashs werden naturgemäß früh angezeigt. Also man ist dann auch erstmal ziemlich am Hoch vor einer Crash-Bewegung short oder sollte short sein oder zumindest raus aus dem Markt. Aber man wird dann erfahrungsgemäß einen zu frühen Einstieg wieder indiziert bekommen. Also das bleibt nicht aus, dass man dort auch mal
zu früh dran ist und dass man da auch mal wieder Geld an den Markt zurückzahlt. Aber im Gesamtbild sind die Indikationen und die darauf basierenden Trades, die man hier macht, wenn man nur sich am Spread orientiert, am Spread-Timer zwischen Nasdaq und S&P, sehr, sehr gut, sehr, sehr smart. Man geht häufig in der Nähe von Hochs, unmittelbar vor Korrekturen, Long und Short und in der Nähe von Tiefs, unmittelbar vor Rallye-Bewegung, geht man Long. In der jetzigen Situation, wie gesagt, haben wir eine Indikation, die ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt tendenziell dazu nutzen würde und nutzen werde, das Ganze erstmal über den Spread abzubilden, weil wir einfach noch nicht so scharf gefallen sind, dass ich sagen kann, ich gehe jetzt aggressiv nur in den Markt rein. Im Moment trade ich also Nasdaq Long gegen S&P Short. Das ist die erste Indikation. Irgendwann sollte sich diese Indikation nochmal verschärfen, dass wir sogar hier an das obere Level heranlaufen. Dann würde ich sogar diesen Spread einseitig auflösen und würde dann entsprechend einseitig nur im Nasdaq Long sein. Wir schauen an der Stelle nochmal ganz kurz, was diese Extremindikationen anzeigen oder was daraufhin passierte. Wir markieren uns die mal ganz hervorstechend mit einer fetten roten Linie. Machen wir noch dicker, damit sie unübersehbar ist. So. Das waren die Situationen, in denen der Indikator sogar ins obere Extrem gelaufen ist. Also innerhalb dieser beiden grünen Balken, beiden grünen Linien, an die oberste herangelaufen ist. Und die Kernaussage davon ist, der Markt macht ausgehend von solchen Signalen immer die kräftigsten Rallyes. Nicht immer sofort, aber wenn man sich das anschaut, da ging es ja im Gesamtkontext hier sogar bis dort rauf, aber wir nehmen jetzt mal die Signale einzeln. Und da sehen wir mal, was für Ausmaße diese Rallyes, diese darauf folgenden Rallyes erfahrungsgemäß hatten. Solche Situationen sind selten, aber man sieht, sind einfach mega Trendbewegungen. 1321 auf 1640, das ist diese Spanne. Haben wir hier in diesem Punkt 1514 bis 1764, auch fast 20%. Und hier, bezogen auf dieses, beziehungsweise diese beiden Signale, gehen wir von 1593 auf 2200 in der Spitze. Und da sieht man ganz klar, was für riesen Rallyes man damit erwischt, wenn es eine solche Indikation gibt, wenn der Indikator also ins obere Extrem läuft. Insgesamt also, das wäre dann der Zeitpunkt, wie gesagt, wenn wir ins obere Extrem laufen, dann löse ich den Spread einseitig auf, gehe aus meinen S&P Shorts raus oder würde aus den S&P Shorts rausgehen und nur Nasdaq Long gehen. Also wir werden die Position ja innerhalb des Real Money Trader Projekts entsprechend betreuen. Da werde ich dann auch die Aktionen ausführlich kommentieren immer, aber die grobe Ausrichtung ist jetzt erstmal Spread, Tax Long gegen die Schwergewichte Short. Und sollte der Markt nochmal etwas stärker zurückkommen, dann werden wir den Spread dann einseitig auflösen. Das ist hier die Trading-Situation, die wir aktuell haben.